Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Video von Euro Truck Simulator. Nachdem ich Anlaufschwierigkeiten hatte, für den Videoaufnahmemodus wiederherzustellen, hat es doch noch geklappt und ihr werdet gleich was Neues sehen. Ich habe mir eine Mod zugetan, dass die Map vergrößert von Simu-Welt. Downloaded. Falls ihr diese Map auch wollt, schreibt es mir in die Kommentare und ich schicke euch den Link dann. Und ich sag euch, das ist eine mega Map. Schaut es euch mal an. Das ist übrigens unser Let's Play Video. Let's Play Account. 28.000 haben wir und schaut euch jetzt die Karte an. Achtung! Wasser! Die ist gigantisch! Die ist gigantisch, Leute! Die ist gigantisch! Absolut gigantisch! Aber wir haben noch nicht so große Ortschaften bis jetzt entdeckt und machen einfach mal weiter von Straßburg nach Zürich. Oder besser gesagt, wir haben den Skill noch nicht für lang große Strecken. Aber wir fahren jetzt eine kleine Strecke mit Druckbehälter von Straßburg nach Zürich. Ja, das machen wir. Und gestern war ich beim Kollegen und habe da ein bisschen rumgefahren. Und oh Leute, ich glaube nicht. Das war so geil, mit dem sein Lenkrad rumzufahren. Und Tracky Air, fantastisch. Das müsst ihr euch unbedingt zutun. Das ist ja... Ai, 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 ai. Das glaubt ihr nicht. So. Es lädt. Druckwälder von Zürich nach, von Straßburg nach Zürich. Und hier sind wir. Der Kollege meinte zwar immer, er lässt das Licht aus beim Fahren. Aber ich sag, wir machen das Licht an. Seitenspiegel ein aus. Einspiegelreich. So, weiter geht's. So, eingestellt. Ja, ich habe leider noch keinen Track hier, aber das kommt, das kommt. Ich garantiere es euch. So, und wir fahren hier mal raus. Ach, bei diesem Account muss ich dann noch die Pedale ändern. Die sind total falsch bewegt. Da kommt jemand. Na? So, komm. Wir blinken nach links. Jawohl, und wollen auch nach links. So, darf ich jetzt? Hi, Verkehr hier. Wir haben 12 Stunden Zeit, um die Lieferung zu machen. Und wir brauchen eigentlich nur 3 Stunden. So, komm jetzt. So. Jetzt können wir rausfahren. Schon der erste Schaden. Unglaublich. Nein. Nein! Bitte sagt, dass kein Schaden ist. Noch kein Schaden. Na, bleib jetzt da, Mann! So, das ist, wenn man die Kurve beim Rausfahren schneiden möchte. Passiert das, hängen geblieben, hinten mit dem Anhänger. Aber Schaden keiner, war alles nochmal gut gegangen. So, also wir fahren von Straßburg nach Zürich. Warum gibt es eigentlich Basel nicht in diesem Spiel? So, ich bin auf der Hauptstraße, ihr müsst warten. Und ja, ich sag's euch, mit dem Lenkrad gestern vom Kollegen war das wunderbar zu fahren. Da konnte man sauber und präzise fahren. Viel besser als das, was ich jetzt habe. So, langsam um die Kurve. Damit wir auch hier hinten mitkommen. Wunderbar. Ja, sehr gut. Und wir fahren auf die Autobahn. Mein Kollege hat gestern mich zusammen zurechtgewiesen. Und zwar, weil ich ja meine Vorsätze habe. Tempolimite 70. Ich auch das Tempo einhalten möchte, was da angegeben ist. Und
bei ihm war ich da mehr am Rasen, als ich mich aufs Tempo eingespielt habe. So, aber jetzt möchten wir ja hier beim Let's Play auch ein Vorbild haben, eine Vorbildfunktion haben, und da halten wir uns ans Tempolimite. So, mit 40 fahren wir den Berg hoch, falls er das noch schafft. Mein Kollege, der beharrt halt immer noch drauf auf Manuellschaltung. Und ja, dem seine Trucks, die er hat, die sind abnormal. In 0,x bist du schneller auf 100, als dir lieb ist mit einem Truck. Wieso will ich eigentlich blinken? Nee, Entschuldigung, ich bleibe natürlich hier. Ja, in Frankreich Höchstgeschwindigkeit für Trucks 90, dann machen wir doch das. Ja. Tracky Air müsst ihr euch unbedingt mal zutun oder mal einfach anschauen. Das ist so geil mit dem zu spielen. Da kannst du den Kopf bewegen, hast die Hände frei und trotzdem kannst du die Sicht wechseln. Brauchst nicht immer auf die Maus zu wechseln oder irgendwie eine Taste dafür zu bekommen. So. 92 Kilometer pro Stunde. Na, das können wir lassen. Und mir ist aufgefallen, je länger dass ich fahre, umso mehr Fehler mache ich, sprich umso mehr Unfälle passieren. Sag mal! Ui, Massenkarambolage, hey. Aber wieso fahren denn sie so langsam, hey? Nein, jetzt habe ich Schaden. 9, na super, 39. Sehr schön. Sag mal, was macht ihr? Wieso haben die jetzt so langsam gefahren? Hallo? Ist 90? Oh mein Gott, hey. Na, also das wird keine schöne Runde. Ich dachte, ja komm, links überholen, oder? Der klingt nicht mehr gut. Der Truck. Der klingt nicht mehr gut. Hey, was war denn da? Warum haben die so geschlichen? Das gibt's ja nicht. Absolut nicht mehr normal. Auf der Autobahn, wo 90 ist, fahren sie irgendwie 50. Und dann wundert man, warum, dass ich da reinfahre. Hallo? Nein. Nee, nicht normal, ey. Was da jetzt passiert ist, das fragt mich mal nicht. Mann, nee, jetzt kann ich nicht mehr sprechen. Eine Massenkarambolage entstand da. Motorschaden, ja, super. Komm, spring an. Prima. Mit einem Schaden von 39, ja, da können wir schon mal froh sein, dass überhaupt der noch fahren kann. Das war jetzt ein heftiger Zusammenprall. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So viel zu meinen schönen Vorsätzen. Volle Pulle da rein. Ich muss unbedingt noch die Pedale umändern. Ich habe nämlich gestern bemerkt, dass ich das falsch habe. Ich habe gerade die Bremse als Gaspedal und das Gaspedal als Bremse. Anfängerfehler, ne? Wenn man keine Autoprüfung hat, weiß man das natürlich nicht. Oder so. So. Aber jetzt hoffentlich kein Unfall mehr. Mein Gott, das war jetzt gerade was. 5 Autos waren, ne, 3 oder 4 Autos waren schleppend hintereinander. Mir hat es nicht mehr gereicht zum Bremsen. Und dann volle Karacho hinein. Nicht mehr. Mach halt um. Ich wollte sogar noch ausweichen. Hat anscheinend, also hat eigentlich gut funktioniert, sage ich jetzt mal. Also ja, Umständen entsprechend gut. Hat eigentlich gut funktioniert. Und dann kam ich aber in die Leitplanken.
und schleuderte Richtung andere Seite über einen Truck hinweg und dann in einen Lastwagen. Ja, die lieben Kollegen, wo da waren, waren alle schockiert. Ich bin auch noch unter Schock, aber habe mich jetzt gefangen und werde versuchen, diese Fahrt ohne weiteren Zwischenfall zu bekommen. Mein Gott. So. Ja. Ruhige Fahrt jetzt. Ja, geh du mal lieber tanken. Ein Auto weniger vor uns. Das ist auch das erste Mal, wo ich das sehe, dass die KIs tanken gehen. Ist voll geil gemacht, muss ich sagen. Und auch die Atmosphäre ringsherum sehr gut gemacht. Die Städte, die neu dazugekommen sind, auch sehr schön. Und der Patch 1.14, der ist in Beta-Phase. Der kommt auch demnächst. Ich habe jetzt nicht gesehen, wie schnell dass ich da fahren darf. Aber laut meinem Navigerät 90, ich fahre 85, dann ist das eigentlich gut. Jetzt nicht. Weil jetzt dürfen wir nur 80 fahren. Dann wären 85 wieder zu schnell gewesen. So, genau 80. Na, wirst du wohl. Ich habe dich bei 80 eingestellt. Genau. So, ich hoffe, dass die da vorne auch 80 fahren. Motorschaden. Ah. Mist. Ach, ich schlepp mich jetzt nach Zürich. Ah, mein Kollege. Oh, oh. So. Der wird sich freuen, wenn er das Video sieht. Ein Monster-Crash am Anfang. Schon mit zu Beginn. Schon zu Beginn war das Ganze eigentlich schon zum Scheitern verurteilt. Und zwar schon da, wo ich dann... wo ich aus der Garage gefahren bin. Also sprich aus dem Lieferanten und dann schon hängen geblieben bin. Eine Baustelle. Ich hasse Baustellen. Oha. Ja, da fahre ich lieber langsam. Das ist die erste Baustelle, wo ich gesehen habe. Mich würde es wundern, ob die Baustellen sich von Zeit zu Zeit, also ob die Welt mitlebt, also ob die Baustellen auch mal weg sind und dann wieder woanders sind, oder ob die einfach standardmäßig immer da sind, wo sie sind. Das nimmt mich mal wunder. Wisst ihr das? Schreibt mir in die Kommentare unten. Wir machen jetzt mit einem ja, fast halb kaputten Truck von Volvo auf nach Zürich durch eine Massenkarambolage, wo ich leider nicht mehr bremsen konnte und auch nicht ausweichen. Ah, nee, warte mal. Mann! Irritierend da, wenn du nicht mehr konzentriert bist und nicht mehr weißt, dass du ja auf der Gegenfahrbahn gefahren bist. Aber wirklich geil gemacht, diese Baustellenänderungen. Richtig realistisch, das freut mich. Also absolut ein Hoch auf die Entwickler des Games. So, wir schauen nach links, kommt nichts. Gut, wir können Fahrbahn wechseln. Und hier könnten man 100 fahren. Ich fahre allerdings nur noch 80. Mit diesem Demolition Truck fahre ich nicht mehr so schnell. Auch wenn ich es könnte, aber ja, es bringt einem ja eh nichts. Vor allem, wenn man die Bremse mit dem Gaspedal schon wieder... Ah! Komm schon! Gut, musste sowieso auf 40 runter. So, so, ei, ei, ei. Ah,
Mein Kollege würde mich, glaube ich, umbringen, wenn ich das gestern mit seinem Truck gemacht hätte. So, komm, 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 du schaffst es. So, komm, komm, komm. Jawohl, ja, wie weit haben wir es denn noch? 40 Kilometer, ja, das ist bald am Ziel, liebe Freunde. Der Truck Simulation von Euro. Von Euro Truck Simulation 2. So, hier müssen wir raus, Zürich. Eigentlich steht doch normalerweise Zürich Altstetten und so weiter noch. Ja gut, ich weiß nicht, ob das auch steht, wenn man von. Hä? Wo willst denn du hinfahren? Sag mal, liebes Navigerät. Ich dachte, wir wollen nach Zürich. Das war eben Zürcher Altstetten wahrscheinlich. Zürich hat ja mehrere Ausfahrten. Drum fahren wir jetzt wahrscheinlich gerade erst weiter. Wir folgen mal dem Navigerät, der weiß genau, wo wir hin müssen. Und ich fahre zu schnell, warum sagt denn hier nichts? Lässt mich hier mal wieder Bußgeld zahlen, ne? Seid nur auf mein Geld aus. Ja. So, 80, Tempomat rein, die Füße ein bisschen entlasten. Geile Erfindung übrigens, so ein Tempomat. Und jetzt bleiben wir hier. Und hier nochmal Zürich. Ja, ich glaube, die Ausfahrtschilder sind nicht ganz originalgetreu. Zürich, weiß ich, hat mehrere Ausfahrten, aber eben mit anderen Bezeichnungen. So, hier gehen wir raus. Bisschen beschleunigen darfst du. Da. Ui. Ja, ein bisschen schneller darfst du gehen. Nur ein bisschen. Ja, 40 reicht vollkommen, hier runter zu fahren. Ja, Motorschaden. Hopp. Ja, wir wollen nicht nochmal nach Straßburg oder Bern, sondern nach Zürich. Ja. Jetzt bin ich genau in der Mitte von dem Ganzen. Super. Super gemacht, lieber Transbraki. Liebe Güte. Bist du heute gut? Bist du heute gut in Fahrt? Glaubst es kaum. Heute läuft ja Iron Man noch im Fernsehen. Sehr gut. So, wir machen heute noch ein Let's Play Video von Neverwinter. Und dann gibt es noch ein Let's Play Video von XCOM. Wir haben da bei der letzten Folge ja den lieben Victor Lopez verloren. Und ich habe gestern rausgefunden, als ich beim Kollegen war, der spielt das ja auch, dass das Spiel noch lustig ist. Also, das heißt, wenn wir jetzt neu anfangen würden, würde das Ganze anders, also würde die Situation anders verlaufen und auch die Menschen in dem Game, die heißen anders. Also er hat zum Beispiel nicht die gleichen Personen wie ich habe. Also den Victor, den hat er zum Beispiel nicht gehabt. Ja, schlag mal ein, hey, lieber Kollege. So. Müssen wir schauen, dass wir diesen Truck irgendwie. So ein einfacher Parkplatz. Und gestern, ja, übrigens, gestern wäre ein Let's Play Video. Gestern wäre es ein geniales Let's Play Video zum Einparken gewesen beim Kollegen.
glaubt mir nicht, es war so happy, wie wir da müssen einparken in einem Einkaufszentrum. Aber schlussendlich, nach sicher 5, 10, 20 Minuten haben wir es geschafft. Wow, was machst du heute? Also heute ist nicht mehr gut. Nee, den packe ich nicht mehr. Aber was ich machen kann, ist ein Truck. So, nach vorne schauen. Mein Truck so zu platzieren, dass wir jetzt Motorschaden haben. Ah, jemine. Also rückwärts schauen ist mit dem Tracky recht schwierig, habe ich gestern festgestellt. So, gut. Das Verhältnis da, also die Physik von dem Wettbewerb ist ja im richtigen Leben auch so, oder? So, komm, mit den letzten Meter. Einparken ist einfach genial. Das habe ich jetzt langsam aber wirklich im Griff. Sag ich jetzt einfach mal. So. Mal schauen, wie viel Geld das wir noch bekommen. Zufriedenstellend. Ach ja, doch noch. Oh, 10% Schaden. Und von den 5000 gibt es für uns nur noch 3778. Immerhin ein kleiner Verdienst. Und ja. Das wär's mal wieder gewesen von einem miserablen Let's Play von Euro Truck Simulator. Und ja, Leute, auf der Autobahn Augen offen und Gaspedal bedienen, wie man sollte. Das war's wieder gewesen mit einer Session von Let's Play Euro Truck Simulation 2. Ich bin euer Drantobaki und ja, bitte kritisiert mich nicht allzu sehr wegen meiner Fahrweise, die ich heute auf den Tag gelegt habe. Aber jeder kann ja mal einen miserablen Tag haben. Gut, Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Tschüss.